Servus Leute, es gibt brandheiße Neuigkeiten zu Ghost of Tsushima. In einem Interview mit dem Game Director ist nämlich rausgekommen, dass das Spiel doch anders wird als erwartet. Denn das Gameplay, was wir letztens gesehen haben, täuscht in dieser Sache. Was es damit auf sich hat, klären wir in diesem Video. Außerdem gibt es Neuigkeiten zur Mapgröße und zur Spielzeit, wie lange wir zu brauchen, um das Spiel komplett durchzuspielen. Sind interessante Themen, bleibt auf jeden Fall dran, es lohnt sich. In einem Interview mit dem Game Director Nate Fox ist rausgekommen, dass das Spiel viel schwieriger wird, als es im Gameplay-Video erscheint. Gerade die Kämpfe als Samurai werden sehr herausfordernd werden. Das Gameplay, was wir alle gesehen haben, stammt von einem QS-Tester, der das Spiel eben perfekt beherrscht, der sich sehr gut mit dem Gameplay auskennt. Nate Fox meint, man sieht dadurch eben sehr gut, wie großartig, elegant und mühelos der durchzogene Kampfstil ist. Aber es zeigt leider nicht, was passiert, wenn man nicht so gut im Spielen ist und eben hin und wieder Fehler macht. Nicht nur die Gegner sind sehr schnell tot, sondern auch wir, und das kann eben etwas frustrierend sein, denn man wird nur wenige Treffer einstecken können, gerade wenn man von mehreren Gegnern umzingelt wird, wird es sehr schwer werden. Man muss das Kontern des Samurai-Kämpfers beherrschen, um souverän den Kampf zu meistern. Gegen einzelne Gegner funktioniert das noch ganz gut, wenn man da mal einen Fehler hat, ist nicht so schlimm. Wenn aber mehrere Gegner kommen oder sehr schnell hintereinander, muss man schon schauen, dass man immer perfekt kontert, dass man eben nicht getroffen wird, denn man kann nur sehr wenig Treffer einstecken, was ich nicht schlecht finde, denn es bringt eine gewisse Spannung ins Gameplay mit rein und man muss sich eben wirklich mit dem Gameplay auseinandersetzen und nicht nur einfach stumpf draufhauen. Wer das Ganze natürlich nicht in Vollendung beherrscht, muss nicht aufgeben, denn es gibt immer noch die Ghost-Fähigkeiten, die man mit der Zeit erlernt, und so kann man den Gegner täuschen, ablenken mit Rauchbomben und so weiter und hat natürlich auch immer noch eine Chance, den Kampf abzuschließen. Das finde ich schon eine sehr coole Sache. Durch die zwei verschiedenen Kampfstile eben kann man sich selbst entscheiden, ob man halt Samurai oder Ghost eben spielt. Man kann natürlich für einen Kampfstil sich entscheiden oder man tut zum Beispiel beide mischen und ist da komplett frei. Wenn man natürlich als Samurai sehr gut ist mit dem Konter, kann man im Endeffekt einfach reingehen und mit dem Konter alles niedermetzeln, was ich schon wirklich sehr cool finde. Hat man da eben Probleme, geht man als Ghost rein mit dem Bogen von weiter hinten, greift halt mit Attentaten und so weiter an und kommt natürlich auch zum Ziel. Ich bin gespannt, mit welchem Kampfstil ihr spielen werdet. Seid ihr die Fraktion Samurai oder Ghost? Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde wahrscheinlich als Samurai spielen, wenn ich natürlich den Konter beherrsche. Denn ich finde es sehr cool, die Zeitlupe, wenn das Blut spritzt und natürlich auch die Körperteile abfliegen. Aber viele von euch mögen es wahrscheinlich auch als Ghost zu spielen, unbekannt das ganze Lager dann eben einzunehmen. Ist auch eine sehr geile Sache. Was ebenfalls bekannt ist, rausgekommen ist im Interview, sind 1 gegen 1 Duelle. Da wird es natürlich mit Stealth schwer. Das sind meiner Meinung nach kleinere Bosskämpfe im Spiel zwischen Gegner, und so wie sich das Ganze angehört hat, wird das schon schwieriger als das restliche, denn der Nate Fox meint, bei diesen Gegnern muss man ja dieses Angriffsmuster von ihnen verstehen, was sie eben als nächstes machen, welche Angriffe sie drauf haben, um sie eben dann zu kontern und den Gegner zu besiegen. Und das könnte ich mir schon ein bisschen schwieriger vorstellen, dass man da wahrscheinlich ein paar Mal sterben wird, bis man weiß, wie der Gegner funktioniert, was er für Schläge drauf hat, dass man die eben kontern kann. Gefällt mir persönlich aber auch richtig gut. Machen wir weiter mit den zweiten Neuigkeiten der Kartengröße. Ein sehr interessantes Thema, denn mittlerweile weiß man, wie groß die Open World von Ghost of Tsushima wird. Durch die Karte, die man eben im Gameplay-Video gesehen hat, konnte man herausfinden, welche Insel die Entwickler als Grundlage genommen haben für das Spiel, und das ist Itsuhara, und die ist 49 Quadratkilometer groß. Wenn man das mit anderen Spielwelten vergleicht, ist es so eine mittelgroße Karte. Red Dead Redemption 1 hatte zum Beispiel eine Spielgröße und eine Mapgröße von 40 Quadratkilometer. Ghost of Tsushima hat eben eine mit 49 Quadratkilometer. Das ist wirklich in Ordnung, ist nicht klein, ist einfach so eine mittlere Größe. Wenn man natürlich Assassin's Creed Odyssey nimmt, die hatte 130 Quadratkilometer die Karte, aber da muss man auch sagen, es war sehr viel Wasser dabei. Von dem her ist die Spielwelt anscheinend schon wirklich groß und in Ordnung. Was halt auch wichtig ist, die Spielwelt ist abwechslungsreich. Das hat der Entwickler auch nochmal separat erwähnt, dass es für ihn sehr wichtig ist, dass die Spielwelt abwechslungsreich ist und nicht, dass man nur immer in gleichen Gebieten unterwegs ist, denn das wird dann mit der Zeit langweilig, meint er, und dann verliert man die Lust am Spielen. Wenn man immer wieder was Neues entdeckt, eine andere Region, bleibt man länger dran, und das hat man wirklich auch im Gameplay gesehen. Es gibt über hohe Berge mit Schnee, durch Bambuswälder, es war sogar Dschungel ein bisschen dabei, verschiedene Wiesenarten bis runter ans Meer. Das haben sie wirklich schon sehr, sehr geil gemacht.
Des Weiteren ist während des Interviews die Spielzeit rausgekommen, wie lange man eben braucht, um Ghost of Tsushima durchzuspielen. Das variiert natürlich pro Spieler, aber ich würde ungefähr sagen, es sind so 40 bis 50 Stunden zwischen, wo die meisten Leute einfach brauchen. Klar gibt es Spieler, die nur die Hauptstory zocken, dann natürlich unter 40 Stunden durchspielen, und es gibt Spieler, die alles mitnehmen, so wie ich zum Beispiel, die dann über 50 Stunden brauchen, weil sie sich alles anschauen. Das variiert halt sehr stark nach dem Spielertyp bei so einer Open World. Man kann auf jeden Fall sehr viel erkunden und es gibt scheinbar auch sehr viele Nebenquests, und da bin ich echt gespannt, wie gut die geschrieben sind, denn viele Nebenquests sind dafür einfach nur da, dass man eben länger im Endeffekt im Spiel drin ist, aber wirklich cool durchdacht sind sie nicht. Zum Beispiel lauf dahin, sammel was, geh wieder zurück, und das gibt es wie gesagt 50 Mal, und dann sind natürlich die Nebenquests nicht so geil. Ich hoffe, dass sie gute Nebenquests geschrieben haben, so wie zum Beispiel bei The Witcher 3, da finde ich jede Nebenquest geil im Spiel, und das wäre auf jeden Fall eine mega geile Sache, und so macht es natürlich Spaß, dann 40 bis 50 Stunden zu zocken. Das war's soweit von den Neuigkeiten. Ich würde mich natürlich noch über einen Daumen freuen, wenn euch das Video perfekt informiert hat. Wer natürlich noch mehr zu Ghost of Tsushima sehen möchte und nichts verpassen möchte, kann gerne ein Abo dalassen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.